Wunderbar. Und hiermit euch ein herzliches Willkommen. Ich muss dir nochmal einen Schluck nehmen aus der, na was ist es, die Tux-Tage-Tasse natürlich. Und die könnt ihr an verschiedenen Stellen gewinnen. Haben wir ja gerade eben auch nochmal angesprochen. Schaut da einfach mal auch auf die Links von tuxtage.de vorbei. Und ich darf jetzt hier ganz, ganz herzlich zwei Leute begrüßen im ersten Talk unsererseits, Alterte Linux-Community. Und da haben wir einmal den Micha und den Levi. Stellt euch doch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen vor. Ja, ich bin der Micha, Teil des Tux-Tage-Teams und bin der Älteste hier in der Runde, vermutlich. Ja, ich bin Levi, ich bin 17 und dementsprechend glaube ich der Jüngste und ich glaube, ich wurde auch wegen meinem Alter hier ausgewählt, um ein bisschen da was selbst beitragen zu können. Genau, aber nicht nur wegen des Alters, weil er eigentlich tatsächlich auch. Ich habe dich an der Frostcon getroffen, meine ich. Ne? Ich glaube, da waren wir beide Cola holen am Stand. Und dann ja, wurde ich einfach angesprochen: so, ey, du bist doch dieser komische Linux-Geiz aus dem Internet. Ne? Und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch. Und seitdem haben wir immer so losen Kontakt. Eigentlich ganz witzig. Und dann dachte ich, hey, wer passt denn besser in diesen Talk als du, wenn du da doch noch so jung bist? Ich glaube, du hattest Geburtstag in der Zeit, oder? Da warst du damals noch 16, kann das sein? In der Zwischenzeit, ja, aber es ist ja schon einige Monate her. Das stimmt, ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Und aber jetzt würde ich sagen, das Ganze wird ein Talk, in dem wir selber mit euch diskutieren wollen. Ne? Vielleicht auch Möglichkeiten erarbeiten wollen, Lösungen erarbeiten wollen, wie wir die jüngere Generation vielleicht mehr für Linux begeistern können. Wie komme ich auf das Thema? Also generell habe ich mal auf meine Kanalstatistik geschaut und ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als ich da mal wieder reingeguckt habe. Die Zuschauer werden bei mir tendenziell älter aus den letzten Jahren. Und das finde ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr schade. Ne? Also schauen wir doch mal. Ich muss so ganz kurz nochmal die Grafik öffnen. Da ist sie. 23% sind bis zu 34 Jahre alt. Der Rest ist älter. Ne? Also von daher eigentlich, ich sag mal, 34 Jahre ist vielleicht ein Drittel des Lebens. Ne? Aber nur ein Viertel dieser Leute sind dann wirklich dabei. Der Rest ist älter. Und das wird tatsächlich auch immer, also bewegt sich auch immer mehr leider dazu. Das heißt, ja, vielleicht gehen manche Leute dann, aber es kommen weniger junge Leute danach. Und das ist die Frage, ja gut, ne, ist eine ganz andere Zeit. Ne? Linux, so richtig die Bewegung ist ja so in den 1990er so richtig losgegangen. Seit 84 oder 83 gibt es ja das GNU-Projekt. Nebenbei, auch ganz wichtig zu wissen, für das Quiz morgen Abend. Könnt ihr euch mal aufschreiben. Und genau, seitdem hat sich tatsächlich einiges geändert. Wir haben es zuvor auch in der Podiumsdiskussion gesehen. Früher konnte man die Leute damit noch überzeugen, dass es einmal Linux gewesen ist, was halt einfach frei kostenlos gewesen ist, beispielsweise, was jetzt eigentlich immer weniger zieht, ne, für viele Programme, weil doch viel immer auch frei ist und Open Source ist. Und ja, man kriegt da eine Cloud und hier überall um die Ohren geschmissen. Und dann wird das vielleicht auch gar nicht so einfach. Und jetzt wollte ich euch erstmal zum Einstieg fragen, beziehungsweise erstmal. Alle Zuschauer, ihr seid einmal auf tuxtage.de, auf YouTube und auf Twitch. Könnt ihr jetzt schon mal eure Gedanken reinschreiben und vielleicht auch eure Geschichte, wie ihr zu Linux kamt, was euch an Linux catcht, was euch daran hält. Und vielleicht auch sogar noch gleich direkt den Bogen, wie man denn so die jüngere Zielgruppe bekommen kann. Das möchten wir erarbeiten. Ihr seid heute auch mit herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Und ich würde euch beide jetzt erstmal fragen, jeweils, wie ihr und wann ihr zu Linux gekommen seid und was euch so daran fasziniert, beziehungsweise warum ihr dabei geblieben seid. Fängt einfach Dann mal würde der ich, Levi an, würde ich sagen. ja, Oder bei mir ist es egal. wollte ich auch gerade sagen, ich würde dem Ja, Levi den Vortritt lassen. ich gehöre zu den zu einer, ich sag mal, relativ kleinen Gruppe, der tatsächlich, ich würde sagen, mit Linux aufgewachsen ist. Mein erster Rechner, den ich hatte, war ein Linux-Rechner, wobei ich dann sagen muss, dass ich danach auch eine relativ lange Zeit, also 2, 3 Jahre mit Windows gearbeitet habe, einfach weil alle meine Bekannten Windows hatten. Und dann bin ich aber auch irgendwann wieder zurückgekommen, einfach weil ich mich sehr gerne mit dem Thema grundsätzlich PC beschäftige, auch neben Programmieren, was ich auch mache. Und da habe ich einfach gemerkt, dass man auf Linux mehr Möglichkeiten hat, dass man einfach viel flexibler ist.
dass viele Dinge im Umfeld Programmieren für Linux gedacht sind und im Umfeld Server und so. Genau, und dann habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Ich habe viel ausprobiert und mittlerweile habe ich meinen, ich sag mal, besten Workflow für jeden Tag auf Linux gefunden und ich würde ungern wieder zu einem anderen System wechseln, weil ich hier einfach am produktivsten bin. Ach so, ja, danke schön. Vielen, vielen Dank an die Regie. Ich war gemutet. Na, dann kann das auch nichts werden. Wie sieht es bei dir aus, Micha? Das habe ich gefragt. Ach so, ich habe es mir fast denken können, aber ich wollte dich nicht überfahren mit meinen Antworten. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Einfach durch, mir war es leid, mit Windows zu arbeiten. Ich bin ja ein Kind, das eigentlich mit dem PC aufgewachsen ist. Also mein erster Rechner war ein DOS-Rechner, dann Windows 3.11 irgendwann mal, Windows Dingsbums da. Und irgendwann war es mir einfach dann zu doof, bei Fehlern, hier unbekannter Fehler 0x irgendwas, Windows neu zu installieren. Und da habe ich mir gedacht, da muss es doch was anderes geben, was mir einfach mehr Möglichkeiten gibt. Und das war dann halt irgendwann Linux. Und ich habe nach und dran gefressen, wirklich machen zu können, was ich will. Ich kann alles einsehen, was ich will. Das Verständnis der ganzen Technik ist damit nochmal auf ein ganz anderes Level gekommen. Und seitdem bin ich dabei und eigentlich glücklich damit in jeder Lebenslage. Sehr cool. Und welches Jahr war das nochmal? Oder wann, wie alt warst du damals, wenn ich fragen darf? Jetzt fragst du Sachen. Ungefähr. So wirklich angefangen habe ich mit Ubuntu 11.10. Okay, na gut. Also so in den Ende 10ern, Anfang 20ern, ne? Ja, genau. Dann sozusagen. Ne? Okay, ja, stark. Gut, ja, beispielsweise beende ich doch einfach mal dann das Trio. Schreibt gerne in den Chat, wie ihr zu Linux kamt. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Jedenfalls, ja, ich kam tatsächlich am Anfang natürlich leider zu Linux durch meinen Vater. Also leider, was ist leider? Ne? Also mein Vater war OpenSUSE-Verfechter ganz, ganz lange Zeit, hat das auch seit den Anfängen genutzt und hat mir dann das irgendwann auf dem PC drauf. Ich habe mit 13 Jahren, glaube ich, meinen ersten PC bekommen und so und war richtig, richtig, was wollte ich sagen, aufgeregt natürlich. Ne? Weil da lief dann doch das ein oder andere Spiel natürlich. Ne? Und dann kam da aber so ein OpenSUSE drauf. Irgendwie konnte ich mich damit nicht so richtig anfreunden. Und da habe ich tatsächlich am Anfang erstmal Linux gar nicht so sehr gemocht. Und ja, dann bin ich tatsächlich hauptsächlich auf Windows gewesen eine Zeit lang. Aber irgendwann habe ich dann doch immer mal wieder mit Linux geliebäugelt und habe irgendwann erstens diese Customizability, das heißt einfach, dass man das so anpassen kann, wie man es möchte. Und natürlich auch dieses Freie hat mich irgendwann tatsächlich sehr gecatcht, wo ich dann immer mehr dann einfach Linux genutzt habe und einfach tatsächlich aus freien Stücken heraus. Mein Vater hat mich dann dazu nicht mehr getrieben. Ne? Am Anfang hat er es mir mal installiert, da war ich nicht so sonderlich gut auf ihn zu sprechen, Anführungszeichen. Aber dann hat sich es irgendwann gelegt und da habe ich gesagt, gut, dann fängst du mal mit Ubuntu an und irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht geht das anderen auch so, empfällt man dann auch so in dieses Rabbit Hole, wenn man das immer so schön sagt. Ne? Also man entdeckt immer mehr und dies und jenes und installiert vielleicht dann auch mal ein Arch Linux und findet dann irgendwann natürlich auch sein Zuhause und so hat das bei mir gut gepasst. Ja. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Levi, in meiner Schulklasse müsste ich der Einzige gewesen sein und ich studiere sogar momentan Informatik und auch dort im Master sind jetzt mehr, die Linux nutzen, habe ich das Gefühl, aber im Bachelor waren es vielleicht höchstens 20%. Leute, die Informatik, also reine Informatik studieren, haben höchstens 20% Linux genutzt. Ne? Obwohl eigentlich du auf Linux viel besser programmieren konntest, unsere ganzen Hausaufgaben auf Linux waren, und viele weitere Sachen auch. Aber trotzdem haben sich ganz, ganz, ganz viele Leute nicht so richtig mit Linux anfreunden können. Wie war das bei dir, Levi? Jetzt bezogen auf, wie viele Leute in meinem Umfeld Linux benutzt haben? Ja. Also aus meiner, ich sag mal, aus meiner Bubble sind das relativ viele, aber ich glaube, das ist auch, also relativ viele im Vergleich zum Durchschnitt, aber ich glaube, das ist halt auch dem geschuldet, dass ich irgendwie da ein bisschen Einfluss gehabt habe. Also in meiner Familie sind es fast alle, die Linux benutzen.
Wie gesagt, mein Bruder auch. Und dann habe ich noch zwei Freunde, die auch Linux benutzen. Sonst außerhalb, sage ich mal, von diesem Kreis habe ich selbst unter Leuten, wo ich weiß, die sind technikaffin oder interessieren sich dafür, noch fast niemanden getroffen, tatsächlich. Ja, so geht es mir leider auch. Also, ich weiß nicht, Micha, kannst du es bestätigen, auch wenn du ein bisschen aus der Schule wahrscheinlich schon draußen bist. Ja, bei mir war es ja so, diese Toleranz oder diese Frustrationsgrenze wurde ja erst überschritten bei mir, warum ich gewechselt bin, als ich eine IT-Ausbildung gemacht habe und fast tagtäglich Windows-PCs reparieren musste. Da wollte ich mich privat natürlich nicht mit rumschlagen. Und dort in der Ausbildung war es halt auch so, dass in der Berufsschule Linux so ein, also ein Buch mit sieben Siegeln war. Ne? Also da haben sich die Lehrer auch nicht rangetraut. Also selbst wenn man da ein Projekt damit machen wollte, lieber nicht. Da wüsste man nicht, wie wir es bewerten sollen, nach dem Motto. Und ansonsten, ich bin ja hier in so einer provinziellen Gegend. Ich glaube, da bin ich der einzige Aussätzige, der Linux nutzt, um das mal so auszudrücken. Ja, geht mir auch in meiner Provinz so. In meiner Provinz, dein Spaß. Nee, aber ja, es stimmt. Also es ist unglaublich, ne? Und das ist also so die Sache. Ich glaube, ein Hauptproblem ist natürlich, du hast es ja auch schon gemeint, Micha, dass die Leute vielleicht sich vor Linux fürchten, beziehungsweise sich nicht mal an Linux rantrauen, ne? Weil es wahrscheinlich erstmal für Leute, die da halt eben nicht in diesem Kosmos sind, da auch schon große Hürden haben, ne? Das haben wir auch an der Podiumsdiskussion behandelt. Wir haben teilweise extreme große Hürden und ich merke es leider auch selber. Ich verfalle auch manchmal in ein Sprech, auch wenn ich das nie wollte, auch wenn ich meinen YouTube-Kanal ganz anders gestartet habe, wo mich teilweise leider Anfänger gar nicht mehr so richtig verstehen. Ich versuche das so weit wie möglich aufzuhalten. Häufig gelingt es mir, nicht immer, aber man kommt da irgendwie rein und das ist dann doch so dieses Rabbit Hole, in das man fällt, also wirklich in diesem Kosmos, in dieser Bubble und dann bleibt man. Ne? Und dann, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes, eine ganz große Sache, dass die Zugänglichkeit einfach erstmal nicht da ist. Ne? Und könnt ihr vielleicht euch noch an verschiedene Argumente, auch bitte auch im Chat schreiben. Also wir haben, ich gehe mal ein bisschen auf den Chat ein. Ne? Also Carsten Böhme nutzt SUSE seit 17 Jahren. Respekt, ja, absolut. Wie viele Menschen, die Linux nutzen, haben eigentlich im Beruf ein IT-Umfeld? Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie viele nutzen das Ganze? Ne? Können wir auch mal in den Tux-Tage-Umfragen rausfinden? Die laufen gerade. Geht einfach auf tuxtage.de und dann findet ihr unter Tuxtage 22 oben einmal den Umfragen-Button. Die werten wir morgen aus und dann werden wir rausfinden, wie viele von uns dann halt eben das im IT-Umfeld nutzen oder nicht. Ne? Da ist ungefähr genau auch diese Frage drin. Und wo wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, genau. Was sind eigentlich die Argumente, die euch vielleicht Leute entgegenbringen? Also, dass sie sagen, nee, ich nutze auf jeden Fall kein Linux. Vielleicht können wir die ja mal so ein bisschen zusammentragen. Woran hakt es denn? Ne? Will jemand von euch anfangen? Ich glaube, Und das bitte sind, im Chat auch schreiben. Ja. ich glaube, das ist relativ bekannt. Ich glaube, es gibt drei Argumente. Ja, vielleicht vier. Eins ist, kenne ich nicht. Zwei ist Gaming. Drei ist MS Office und vier ist Adobe. Würde ich persönlich sagen. Gaming, MS Office und Adobe, sagst du, ne? Ich Und schreibe kenne das ich mal nicht. mit. Und Ja, genau, es ist Adobe, das habe ich ungewohnt. schon, kenne Es ich. funktioniert ja alles. Warum sollte man dann wechseln? Es funktioniert alles, warum sollte man wechseln? Auch ein gutes Argument, ja? Ja, und auch ein berechtigtes, ne? Also muss man sagen, funktioniert alles, warum soll ich wechseln? Ich habe mir das aber aufgeschrieben hier. Wir haben so ein Dokument nebenbei neben uns, wo man so ein bisschen die Sachen auch sammeln, wo wir auch nochmal später drauf zugreifen können. Fallen dir noch mal Argumente ein, Micha? Nee, aber ich kann die eigentlich zum Teil so bestätigen. Das mit dem kenne ich nicht, ist immer schwierig, weil es ja immer noch schlecht verbreitet ist. Ne? Kann ich kleine Anekdote erzählen? Meine Mutter hatte wirklich so eine ganze Zeit Probleme mit ihrem Windows-PC. Dann hat sie mal ein Ubuntu von mir bekommen, da war alles tutti paletti eine ganze Zeit. Und dann musste sie einen PC-Kurs machen als Weiterbildungsmaßnahme. Und dann hieß es, das geht nicht mehr hier. Ich brauche das wie alle anderen auch und dann war vorbei. Also, ne, zum Beispiel. Das ist sehr schade. Ja, das ist dann sehr schade. Seitdem hat sie wieder ein Windows. Ja, Gaming. Ja, zum Anfang war es ruckelig, aber ich benutze Linux ausschließlich nur noch zum Game. Also,
Kann ich so nicht bestätigen. Was war der Rest? Habe ich schon wieder vergessen. MS Office, Adobe und so, ne? Achso, genau. Ja, LibreOffice funktioniert ja für mich genauso gut. Adobe ja, aber dann gibt es ja auch Alternativen. Absolut, ich würde auch sagen, ich finde das Argument Gaming kann man natürlich nur zum Teil bekräftigen. Entkräftigen, meine ich. Ne? Und ich glaube, da werden wir auch immer dahinter sein. Ne? Die Sache ist aber, viele spielen ja gar nicht mehr auf dem PC. Viele haben eine Switch, haben eine Playstation und so weiter und gehen da eigentlich rüber. Also ich kenne auch viele, die Linux nutzen, die sagen, ja gut, ich habe zwar meinen Arch Linux da, aber habe trotzdem noch eine Switch zum Zocken. Ne? Das habe ich auch schon häufiger gehört. Ja, das muss man dazu sagen. Also ja, die Argumente werden oft genannt, aber die, auf die das tatsächlich zutrifft, das sind meiner Meinung nach noch relativ wenige, weil viele Leute, die irgendwie Spiele spielen, wie du gesagt hast, die können das Argument zwar nennen, aber meistens spielen sie dann doch auf einem anderen Gerät. Oder wenn es um MS Office geht, sind das dann solche User, die eigentlich die Funktionen, die, sag mal, fast ausschließlich für MS Office sind, gar nicht für MS Office benutzen, sondern quasi auch LibreOffice nehmen könnten, ohne dass sie es wirklich realisieren würden. Also jetzt, ich sag mal, nicht so advanced sind da drin. Oder auch Adobe sind auch nur relativ wenige, die das wirklich benutzen. Ist ja auch teuer. Das heißt, diese Argumente werden immer viel genannt, aber so wirklich anwenden lassen sie sich nicht so oft, wie man denkt. Denn es gibt ja auch relativ viele, die Linux Desktop täglich benutzen. Und ich sag mal, ich und ich glaube, da spreche ich auch für einige, die ich da kenne, vermissen da jetzt nichts, was sonst immer als Argument angeführt wird, dass es das ja auf Linux nicht gibt. Absolut. Ich muss sagen, man kann trotzdem tagelang in den Spielen versinken, die es unter Linux gibt. Und ja, also absolut. Die AAA-Spiele sind ja eigentlich auch nicht mehr gut. Also ne, man hört ja auch immer nur Häme über das neue Call of Duty, was da jetzt anscheinend rausgekommen ist und so. Und ja, ne, egal. Aber die meisten Indie-Spiele funktionieren dann sogar. Und es funktioniert ja so viel über Proton. Ne? Ich würde sagen, wir können ja nochmal Argumente sammeln. Also wir haben ja schon ein paar Argumente und lassen uns versuchen, so ein paar Gegenargumente zu entwickeln. Vielleicht sagen, hey gut, darum könnte das funktionieren. Und ich denke, also erstens einmal diese Gegenargumente und zweitens aber auch ist es wichtig, weil ja die Leute, also man kennt das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und wenn da halt eben überall Windows vorinstalliert ist, dann werden die Leute natürlich wenig zu Linux wechseln. Aber das sind ja altbekannte Probleme, die müssen wir hier nicht nochmal alle ausgraben. Die Sache ist aber nur, was ich tatsächlich extrem interessant finde, dass einfach weniger Leute sich, also früher haben sich ja mehr Leute für Linux interessiert, aber es werden immer weniger, jedenfalls die Nachkommen, habe ich das Gefühl. Und ich denke, dass diesen Prozess müssen wir stoppen, weil ansonsten sitzen wir in 30 Jahren, haben wir weniger, die programmieren können oder in der Open-Source-Welt sich engagieren und so weiter. Und das Ganze wird kleiner. Und da muss man wirklich aufpassen, dass das da nicht unbedingt wieder zurückgeht. Ja? Ich merke es auch in den... Ja? Obwohl das ja meiner Meinung nach eine exakte Gegenentwicklung ist zu dem, was eigentlich am Desktop passiert. Also vor 20 Jahren konnte man schon noch ein bisschen das Argument bringen, dass der Linux-Desktop noch nicht so ausgereift ist wie beispielsweise Windows oder Apple zu der damaligen Zeit. Aber heutzutage geht das immer mehr in die Richtung, dass es zum Teil besser ist und zu einem großen Teil, die sich gegenseitig nichts nehmen und nichts geben. Also es wundert mich schon ein bisschen, dass diese Entwicklung rückläufig ist, obwohl es so viel besser wird. Ja, also absolut. Ne? Wenn man sehen, wie man vor 10 Jahren noch Probleme hat mit den Multimedia-Treibern, mit den Druckern noch viel mehr, mit den Grafikkarten auch viel mehr. Ne? AMD ging früher ja gefühlt gar nicht. Ne? Das haben sie jetzt wirklich gut mittlerweile hinbekommen. Es hat sich ja wirklich viel getan. Ne? Aber trotzdem wird natürlich dann auch das Interesse ein bisschen weniger. Aber man muss auch sagen, entweder haben wir eine Technikbubble, die irgendwie trotzdem teilweise noch sehr beschränkt halt ist. Also so alle, die sich ein bisschen besser mit dem Rechner auskennen. Natürlich nochmal die Leute, die weniger sich mit dem Rechner auskennen. Aber ich habe das Gefühl, dass tendenziell, das stimmt natürlich wahrscheinlich nicht, tendenziell mehr die Leute, die sich weniger mit Technik auskennen, unter Linux da sind, als Leute, die wirklich in dieser Technik-Bubble sind und sich mit Linux dann auskennen. Habt ihr auch manchmal den
das Gefühl und den Gedanken, also auch wenn ich so in meinem Umkreis schaue, was ich für Leute kenne, ein paar kennt man dann doch schon über die Zeit, sind dann häufig auch viele, die eigentlich das wirklich nur so für sich nutzen und gar nicht so groß in dieser Technik-Bubble drin sind. Natürlich haben wir die Hardcore-Pros und Nerds, wenn man so wollen, aber es gibt dann doch nochmal eine ganz andere Gesellschaft, die mir eigentlich erstmal weniger vermuten würde, so vom rein Rationalen her. Könnt ihr das bestätigen oder würdet ihr sagen, nicht so voreilig? Ja, doch. Also von den Leuten, die ich so kenne, ja, das ist wirklich... Na? Schon. Kann ich leider so bestätigen. Es ist ja, die also, wir haben da jetzt keine Statistik. Es ist auch schwierig herauszufinden, natürlich. Ja. Also ich gehe davon aus, das ist tatsächlich so die Sache. Und dann ist die Frage, ja gut, warum, ne, werden die weniger groß da rein? Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich halt einfach das... Na, wobei nicht. Wir müssen halt schauen zwischen Technik und zwischen Nicht-Technik-Affinen. Und es ist eigentlich die Frage, warum gehen die Technikaffinen nicht dahin? Warum gehen die nicht Technikaffinen? Das sind die altbekannten Probleme, wie, na, haben wir schon angesprochen, wenn du in den Mediamarkt gehst, findest du keinen Linux-Rechner. Ich habe auch irgendwo mal gesehen oder gelesen, wurde jemand ausgelacht, irgendwie, ich glaube, vorhin hat das jemand im Chat geschrieben, als ein Mediamarkt-Mitarbeiter gefragt hat, was mit Linux ist, sozusagen. Ne? Sozusagen, also da fehlt auch so ein bisschen an die Bildung. Ich glaube, in der Podiumsdiskussion war das mal. Und das ist so die Sache, das ist ein altbekanntes Problem, das wollen wir hier gar nicht diskutieren. Warum geht die Technikbubble, die junge Technikbubble, warum geht die da nicht hin? Und das, muss ich sagen, finde ich extrem krass und auch schade so ein bisschen. Ne? Erstens, die Leute... Was du auch gemeint hast, es funktioniert alles, warum soll ich wechseln? Ne? Ich finde, kann man diesem Argument irgendwas groß entgegensetzen, warum man sagt, okay, trotzdem sollte man das machen. Einmal natürlich wahrscheinlich der Datenschutz, gehe ich mal von aus, oder? Was meint ihr? Jo. Ja, die Philosophie ist die eine Sache, aber ich glaube, wenn man ein bisschen Zeit investiert, kann man auf lange Sicht auch sehr viel Zeit sparen mit Linux. Ja. Was inwiefern du automatisierst? Ja. Auf Windows ist man relativ eng eingeschränkt, was den Workflow angeht. Auf Linux kann man sich das alles so einrichten, wie man das haben möchte. Wenn man das aber nie anders gewöhnt ist mit dem, das System ist nun mal so, dann muss ich jetzt so damit klarkommen, dann denkt man eigentlich nicht in erster Linie daran, wie wäre es, wenn es anders wäre. Aber diese Frage sollte man sich stellen und wenn man eben auf Linux unterwegs ist, dann kann man sich die Frage nun mal stellen und dann kann man auf lange Sicht damit nach meiner Erfahrung sehr viel Zeit sparen. Also das ist auf jeden Fall ein Argument. Ja, die Frage ist aber auch tatsächlich mit der Zeit, du brauchst extrem, also sagen, höre ich auch viele, ja, Linux ist zwar kostenlos, aber die Zeit, die du da rein investieren musst, um das zu lernen, weil dann funktioniert doch mal der Druckertreiber nicht. Oder ich habe es meiner Kommilitonin von mir installiert und bei der, es war, glaube ich, ein Ubuntu, ein relativ neues, und dann hat da der Sound nicht mehr funktioniert und so auf dem Rechner. Und wir haben ja noch teilweise leider solche kleinen Treiberprobleme. Ne? Und das ist dann auch, ich glaube, raubt dann so extrem viel Zeit. Ich kenne das ja selber dann durch die Support-Anfragen, die ich bekomme, sind häufig auch irgendwelche Treiberprobleme, die dann haben und wo dann irgendwelche Sachen nicht so zu 100% funktionieren. Und das ist natürlich ein Thema, das kann man schlecht, können wir schlecht selber von uns aus ändern. Aber vielleicht kann man versuchen, damit anders umzugehen, den Umstieg vielleicht noch weiter zu erleichtern. Ne? Und da würde ich euch einfach mal gerne fragen, eigentlich muss ich mal so ein Live-Umfrage-Tool, ja. Ne? Kann man das, ich glaube, ich mache das mal in Tux-Tage direkt auf, dann könnt ihr direkt mal abstimmen, wie leicht ihr denn, warte mal, nee, ich habe das sogar extra gefragt, sogar auch für die Diskussion, ja. Letztens, wie leicht oder wie gut die Lernkurve ist. Was meinst du, Micha? Ne, ich wollte jetzt nochmal was von Levi in meiner Argumentation mit abholen. Ja. Ich finde auch, für Normalbenutzer ist das Marketing einfach für Linux übel schlecht. Ich habe das diese Woche erlebt, weil ich mal auf einem Windows 11-Rechner so ein bisschen was machen muss. Und im Vergleich zu irgendeinem anderen Linux-Desktop finde ich so ein Windows 11, was teilweise mit ausgeliefert wird, mit teilweise Bloatware und Grundeinstellungen, sehr diffus und verwirrend. Im Gegensatz zu einem vernünftig schönen, klaren GNOME-Desktop, da hast du keine Ablenkung. Und da sind wir wieder bei diesem Prozess optimieren. Du hast weniger Ablenkung und kannst dann halt trotzdem noch den Desktop so anpassen, wie du es brauchst. Da bei dem Windows 11, da war immer das Wetter, wenn du drüber gehabbertest. Das war ganz eklig. Und ach, ich finde, also Linux hat so ein Marketingproblem. So schlimm, wie es klingt. Es ist...
Ja. Die können schlecht verkaufen. Es gibt ja ein paar Unternehmen, die das ändern wollen. Ja. Also beispielsweise System 76 und Tuxedo. Aber das stimmt. Ich glaube, das größte Problem bei diesem Thema ist, dass Linux immer noch nicht genug Entwicklung im Bereich der Endnutzer erfährt, sondern mehr auf technikaffine Themen setzt, was die Entwicklung angeht. Also um jetzt ein Beispiel zu nennen, viele Leute, die jetzt Linux benutzen und dementsprechend auch viele Leute, die da das entwickeln, sind eher in einer Bubble drin, wo eher Sachen gefixt werden, die sie betreffen. Und da wird meiner Meinung nach zu wenig darüber nachgedacht, welche Probleme treten jetzt bei Nutzern auf, die nicht so viel Ahnung haben. Und da muss meiner Meinung nach sehr viel mehr Arbeit reingesteckt werden, auch wenn es nur kleine Sachen sind, beispielsweise wenn man das System das erste Mal installiert hat, irgendwie den Nutzer zu begrüßen und dem erstmal zu erklären, wie das funktioniert, wie man Updates macht, wie man Software installiert oder so. So, es geht ja auch um kleine Sachen oder auch den Desktop einfach grundsätzlich schöner zu machen. Absolut. Du sprichst mir hier aus der Seele, Levi, als ob wir uns abgesprochen haben, und das haben wir leider nicht. Absolut. Kann ich alles absolut nachvollziehen und unterstreichen. Ich habe jetzt mal die Umfrage rausgebracht, wie die Leute die Lernkurve unter Linux einschätzen. Ich glaube, ich teile gleich nochmal meinen Bildschirm, das sieht man ja ganz gut, da darf die Regie gleich nochmal aufpassen, ob denn das so alles Hand und Fuß hat. Einen Moment, den teile ich mal, dann seht ihr den ganzen Spaß auch. Ich nehme einfach mal hier den Bildschirm, na, wobei ich nehme nur das Fenster, da haben wir es hoffentlich, ne? Da seht ihr jetzt die Umfrage, ne? Auf Linux Guides auf dem Twitter-Kanal. Ja. Das ist irgendwie schwarz. Jetzt seht ihr was. Super, dankeschön. Ja, ne, das ist gut, dass ihr hier direkt reingrätscht. Vielen, vielen Dank. Genau, also wie steil schätzt ihr die Lernkurve von Linux ein? Und ich habe mal geschrieben, sehr seicht, normal, steil, sehr steil. Gut, die Sache ist, das ist jetzt natürlich die Linux-Community selber. Ne? Die meisten sind Linux-Community und die meisten, und mir geht das genauso, dass ich manchmal auch so doch etwas vorsichtiger bin, ne? beziehungsweise nicht vorsichtiger, aber mir denke, ach, das ist doch alles nicht so schwierig. Ne? Man kommt ja irgendwann in diesen Gedanken, weil für einen natürlich dann irgendwann alles selbstverständlich ist. Ich habe genau die gleiche Umfrage, also ich habe nur 36 Stimmen, das war relativ wenig, aber auf YouTube auch gemacht. 490 Stimmen haben wir da drauf bekommen. Und dort ist das dann doch schon nochmal ein bisschen anders ausgefallen. Da sind aber auch tatsächlich, auch wir haben auch Abonnenten auf Linux Guides, die gar kein Linux nutzen, auch mehr tatsächlich. Viele kommen auch durch die GIMP-Tutorials rein oder durch andere Tutorials, nicht alle nutzen Linux. Und von daher würde ich sagen, ist die YouTube-Community schon noch etwas weiter Mainstream-mäßiger, ein bisschen wenigstens, als Twitter. Und hier sehen wir dann doch tatsächlich, driftet es hier in steil ab. Hier haben wir steil 13,9%, hier haben wir steil 30%, also 10% oder 20% mehr fast. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Wenn wir die selber schon als steil oder schon teilweise als steil beurteilen, also manche sagen auch sehr steil, das heißt 40%, fast die Hälfte sagen, eigentlich ist die Kurve steil. Und eigentlich möchte ich hier hinkommen, in relativ flach, in relativ seicht. Und wenn wir das schaffen, dass wir diese Lernkurve von Linux so langsam wie möglich ansteigen lassen, dann sind wir richtig gut. Und dann haben wir da auch nochmal eine große Hürde, auch erstmal generell natürlich für Linux, dass wir da reinkommen, anstatt dass wir dann irgendwie versuchen, so, ja, Linux ist doch toll, nutzt es doch dies und deswegen, aber dafür müssen wir auch erstmal diese Hürde nochmal viel, viel kleiner machen. Und ich glaube, je geringer die Hürde auf dieser Ebene ist und je leichter wir es den Leuten machen, desto mehr Potenzial hat auch die Linux-Welt langfristig. Ne? Und das würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Was haltet ihr davon und was hält der Chat davon? Ich glaube, an sich ist der Linux-Desktop leichter als Windows. Ich glaube, an sich ist es in vielen Bereichen auch leichter als macOS. Das Problem ist, dass es anders ist. Es ist nicht zu schwierig, es ist einfach anders. Also wenn ich jetzt beispielsweise den File Explorer, also Nautilus von GNOME, mit dem Windows File Explorer vergleiche, ich weiß nicht, warum die Windows-Nutzer alle oben diese komischen Buttons brauchen, aber wenn ich einen File Explorer aufmache,
dann benutze ich halt das, was irgendwie unter Linux in dem schlanken File Explorer zu sehen ist und nicht das, was bei Windows alles vollgestopft ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich glaube nicht, dass es an dem Programm grundsätzlich liegt, an den Linux-Programmen, sondern mehr daran, dass es halt anders ist und dass die Nutzer beim Umstieg nicht genug an die Hand genommen werden und es denen gezeigt wird, wie das jetzt alles funktioniert. Absolut. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Die Leute im Chat schreiben, ja, welche Lernkurve ist denn gemeint, welches Linux denn? Und da sind wir bei der nächsten Frage, ja, welches Linux, ne? Ich habe sie extra so allgemein gehalten, ne? Weil wenn du sagst, ja, wie schätzt du die Lernkurve von Linux Mint ein, dann würde es doch theoretisch nur, also würde es wahrscheinlich eher nur nochmal flacher werden, wenn überhaupt. Aber viele wissen ja nicht mal, was Linux Mint ist von den Leuten, die es nicht kennen. Deswegen habe ich auch ganz bewusst mal nach Linux gefragt. Ja? Weil du willst ja am Ende nicht Linux Mint nutzen, du willst Linux nutzen. Ja? Du sagst nicht, also ne, gibt auch die Chance oder gibt auch die Menschen, die genau dieses System richtig gut finden. Finde ich nebenbei auch. Aber ich nutze Linux Mint nicht, weil es Linux Mint heißt oder weil es diese Features hat, sondern weil es ein Linux ist. Ne? Und deswegen habe ich die Frage auch genauso gestellt. Ja? Und von daher tatsächlich würde ich sagen, ja, der Einstieg in Linux. Ne? Die Lernkurve, wie man in Linux reinkommt. Denn dabei ist es egal, ob man jetzt Ubuntu oder PopOS und so weiter nimmt. Ich finde, wir müssen uns versuchen, diese ganzen Argumente, wir sammeln ganz viele Argumente auch auf den Talkstagen, versuchen in den nächsten Jahren, also in den nächsten, ja, am besten in den nächsten Jahren, vielleicht auch nächsten Monaten, diese Argumente weiter zu beseitigen. Vielleicht auch genau die Leute darauf anzusprechen. Ne? Und da muss ich sagen, bin ich auch auf linuxguides.de noch nie so weit. Ich habe auf linuxguides.de eine Einsteigerseite. Ne? Für Einsteiger heißt die, wo man dann Infos für Einsteiger findet. Ne? Und dann sehen wir die Gründe, die ein Linux-Nutzer vielleicht hauptsächlich und also die ich auch deswegen empfehlen würde. Und diese, ich kann ja das Ganze nochmal teilen. Ne? Mal schauen, wie lange das dauert, bis der Bildschirm wieder freigegeben ist. Sagt, wenn er was sieht. Diesmal ging es schnell. Ja, jetzt ging es schnell. Ne? Jetzt haben wir hier einmal 5 Punkte. Ne? Freiheit, 4 Punkte, ich kann nicht zählen. Freiheit, Open Source, Datenschutz, Sicherheit. Das sind die Punkte, die sich auch tatsächlich so die Community dann rausgearbeitet hat. Ich habe das auch nochmal durch verschiedene sozialen Kanäle reingehauen und eigentlich waren es so die 4 Punkte, ne? Warum man das nutzt und warum man das auch nutzen sollte, hauptsächlich. Aber ja, man muss sagen, diese Punkte sind teilweise sehr unsexy. Ne? Datenschutz. Boah, Datenschutzgrundverordnung. Ja? Kriegen manche, die vor allen Dingen auch nicht in diesem Thema sind, vielleicht eher, ne, läuft ein Schauer im Rücken runter, so, na, lass mir das, ja, diese blöden Cookie-Banner und so weiter, hat auch so diese Datenschutzgrundverordnung gesagt. Ich habe immer Leute noch nicht die symbolische Datenschutzschere, die ich mal mit Hauke ausgearbeitet habe. Ah, ja, genau, ne? Open Source. Das war das Ding, war doch das Ding, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit ist wie eine Schere, die so weit auseinandergeht, dass es schon wieder eine Gerade ist. Es ist nun mal so. Wenn du sicher sein willst, bist du nicht benutzerfreundlich. Und das ist vielleicht auch so ein Ding. Absolut. Ja, genau. Ja, ne? Ja, das ist auch nochmal eine Sache. Ne? Also je sicherer du werden willst, desto unfreundlicher wird dein System. Absolut. Ja, stimme ich zu. Ne? Auf Twitch kommt die Frage rein, reden wir bei den Punkten nicht ganz ganz stark von der digitalen Souveränität? Genau das ist es. Ne? Genau, da wollte ich eigentlich auch nochmal drauf eingehen. Digitale Souveränität. Genau. Ne? Also Freiheit, Open Source. Datenschutz und Sicherheit kommt damit hinzu, ne, weil man einfach den Leuten vertrauen kann und weil das viele Leute sehen können und so weiter. Ne? Also beispielsweise, was ja viele nicht wissen, das gesamte Internet besteht aus diesen 4 Punkten. Ne? Damit können wir sicher Online-Banking machen und können verschiedene andere Sachen machen. Mit dieser Technologie, die dahinter steht. Ne? HTTPS, die Verschlüsselung und so weiter, oder die Verschlüsselungsalgorithmen generell. Ne? Früher hat man gemeint, ja, ein Verschlüsselungsalgorithmus ist besonders sicher, wenn man ihn nicht kennt. Hat sich dann immer das Gegenteil herausgestellt. Die Verschlüsselungsalgorithmen, die öffentlich sind. Und ich sag mal, wohl bekannt oder wohl bewiesen, es gibt da so eine Abstufung. Das habe ich mal in der Uni gelernt. Ich glaube, wohl bekannt heißen die, glaube ich. Wenn man die so stark, so gut beweisen kann, dann gelten sie eigentlich momentan jedenfalls als sicher. Und das hat uns ja erstmal die Sachen gebracht. Aber diese Themen sind extrem unsexy. Und dann ist die Frage, können wir die Leute vielleicht entweder diese Themen anders verkaufen. Und ich glaube nicht, dass du irgendwie zu jemandem in der Uni oder in der Schule kommen kannst, hey, sag mal, nutz Linux, weil dann bist du digital souverän. Ich glaube, das funktioniert nicht so. Habt ihr da vielleicht noch andere Punkte, wie wir die Leute anders rüberholen können? Wo wir sagen können, hey, da, also wirklich,
da ist Linux viel, viel cooler und trotzdem, wenn wir diese Hürden schaffen, so ein bisschen zu ebnen, trotzdem noch einfach. Habt ihr da vielleicht Punkte? Ich wollte eigentlich noch vorher bei Levi einhaken, bevor du mit dem gekommen bist, aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Aber das geht jetzt quasi ist ein fließender Übergang, was ich jetzt meine. Levi hat ja gemeint, dass auch diese Hürde extrem groß ist. Ich denke eher, wir haben so ein politisches beziehungsweise so ein bildungstechnisches Problem, warum es auch überhaupt so ist. Weil in der Schule, da muss ich ja wieder aus Berufsschulzeiten sprechen, es ist IT, ist Windows. Und irgendwie seit letzten oder vorletzten Jahr gibt es das europäische Gesetz zur digitalen Souveränität irgendwie so. Es ist nichts geändert. Es wird immer noch so weitergefahren und es wird einfach nicht gezeigt, was es gibt. Und gerade auch bei dem Aufzeigen der Alternativen muss halt eingegangen werden, dass ein Dateibrowser nicht das Ding ist, nicht der Explorer von Windows ist, um auf das Beispiel nochmal einzugehen. Es wird auch schon in der Schule nicht wirklich vermittelt, wie bewege ich mich vernünftig im Internet. Das ist einfach, es wird schleifen gelassen und da ist das Problem. Und ich hoffe, dass irgendwo auch die Politik mal so auf unsere Sachen aufmerksam wird. Wenn wir da nichts ändern, wird es auf lange Sicht ganz, ganz düster. Aber da gibt es auch ein infrastrukturelles Problem in Deutschland, aber darauf will ich nicht eingehen. Aber das ist halt das Problem. Die jungen Kids. Sagen wir so, was meinst du? Die jungen Kids aus der Schule denken, Computer ist das Ding mit Windows und was anderes gibt es nicht. Das stimmt. Dann verstehen, das stimmt. Aber sagen wir es so, wenn wir viel in der Politik nicht ändern, dann werden wir wahrscheinlich tatsächlich wirklich so oder so düster. Nee, aber Spaß beiseite. Ja, das stimmt. Ne? Also die Politik ist ein Riesending. Und ich glaube, da müssen wir auch schauen, dass wir da so ein bisschen mehr Werbung für machen und damit durchmachen. Aber ich glaube, man schafft das viel, viel mehr von unten heran, dass man einfach versucht, das in der Gesellschaft schon mal mehr zu verankern, weil dann kommt das automatisch irgendwann nach oben. Weil dass man da oben nochmal ansetzt, das macht ja die OSBA, die Open Source Business Alliance. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen im Open-Source-Bereich, die da tatsächlich dann Lobbyarbeit betreiben. Ne? Also es gibt auch gute Lobbyarbeit, in Anführungszeichen. Dann halt eben da auch auf Politikebene für Linux und Open-Source und so weiter werben. Ne? Also da gibt es schon auch Initiativen oben. Unten haben wir natürlich aber auch natürlich ein bisschen was. Wir haben den YouTube-Kanal beispielsweise. Ne? Also es sind ja auch schon relativ viele nur durch die YouTube-Kanäle gekommen. Linux Presentation Days, wobei ich finde, die müssen wirklich irgendwie teilweise so ein bisschen ausgebaut werden. Ich finde so manchmal die Organisation dahinter und was denn da so für Vorträge sind, ich krieg's bei mir in Erlangen mit. Damit catchst du wenig Linux-Leute, außer die haben wirklich schon so erstmal ein vorderes Interesse. Ne? Also ich glaube, uns fehlt wirklich, ich finde dieser Aspekt, Linux sexy zu machen, in Anführungszeichen. Ne? Linux ist, in der Hinsicht wirkt erstmal gar nicht so, dass man sagen würde, hey krass, geil, du nutzt Linux, du bist ein cooler Typ, sondern meistens ist dahinter so dieses Bild, du nutzt Linux, kennst du überhaupt Menschen, so nach dem Motto, also nicht ganz so schlimm, ne? Aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, den wir versuchen müssen anzugreifen. Ja, aber ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen, Linux irgendwie sexy zu machen. Linux an sich ist sexy, aber es wird falsch vermarktet. Ich bin schon wieder an dem Punkt. Wir haben irgendwie ein Marketingproblem. Genau. Es ist Marketing. Ne? Das meine ich einfach wenig dabei, vermarktet. Ja. Es wird wenig vermarktet und wir vermarkten es eigentlich selber eigentlich gar nicht. Ne? Also so, naja, das ist so ein Linux. Und also wenn man manchmal, also auch MX Linux beispielsweise, wenn man da auch manchmal dann wirklich so die Punkte sieht, wie kommen neue Leute dazu und wie willst du neue Leute damit begeistern, teilweise dann auch mit dem Hintergrundbild und dem Konki, das nenne ich gerade immer schön als Beispiel, weil es einfach grausam ist, dass da der Kontrast beispielsweise im Standardsystem einfach schrecklich, du kannst die Sachen nicht lesen beispielsweise und allein das ist ja schon mal eine große Sache, wo man einfach auch nochmal sieht, dass viel im Linux-Bereich sehr, sehr unsexy gemacht ist, wenn du viele Webseiten siehst. Ne? Debian hat sich da extrem schwer getan, tut sich da immer noch schwer. Sie haben versucht, so ihre Webseite so ein bisschen anzupassen, aber ich finde, da geht auf jeden Fall noch was. Ne? Und Debian hat jetzt auch die Entscheidung getroffen, gut, wir wollen jetzt doch noch mal ein bisschen proprietäre Software da mit reinnehmen in das Standardinstallationsmedium, jedenfalls die Option dazu, damit man dann halt besser sein Debian drauf installieren kann. Das ist schon mal keine schlechte Idee, aber ist auf jeden Fall noch zu wenig. Und die Leute im Chat haben auch schon mal einiges geschrieben. Ne? Beispielsweise, die Nutzer nehmen jede Lernkurve bzw. Hürde auf sich in Kauf, wenn sie dafür einen Vorteil sehen. Sehr schwierigste Hobbys.
beispielsweise, gehen sie dann auch nach. Das stimmt. Ne? Also wenn man da irgendwie sozusagen so einen Reiz hat, da kommen wir wieder zum Marketing, vielleicht so ein bisschen zum Linux sexy machen, dann kommt man da auch ganz gut drauf. Ne? Und ansonsten schreibt er ja, sonst ist die Iconfarbe schon ein Abwehrargument. Ne? Ich glaube, das hat Frank Kalitschek auch heute Morgen gemeint. Ja, irgendwie war das auch mal so, dass, was wollte ich sagen, ja, eine Ordnerfarbe ein Problem war. Ne? Dass die Ordner nicht gelb waren, sondern blau. Hilfe. Ich glaube, es war im Linux-Projekt, meine ich. Und das ist schade. Ne? Das ist dann richtig schade, ja. Genau, genau. Was haben denn die Leute sonst noch geschrieben? Schauen wir da mal schnell durch. Ach, jetzt weiß ich. Ach, es tut mir sehr leid, liebe Leute auf tuxtage.de. Ich dachte, ihr schreibt alle nichts. Das dafür war leider nur mein Chat einfach nur immer nicht da. So, Windows hat irgendwann den Linux-Kernel als Unterbau, also stirbt Windows bald aus. Das ist meine Hoffnung. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Punkt, den wir bei Linux und Zukunft auch nochmal morgen im Talk ansprechen. Absolut. Ist meiner Ansicht nach auch ein Punkt. Und wir sehen ja auch immer mehr die Adaption, dass du viel, viel mehr Programme auch auf Linux nutzen kannst. Ne? Levi hat es aber auch angesprochen. Wir haben einzelne Programme, die schwierig zu ersetzen sind. Microsoft Office ist meiner Ansicht nach mittlerweile sehr gut zu ersetzen. Aber Adobe, ne, sind wir leider noch entfernt. Was Videoschnitt angeht, ist DaVinci Resolve eine sehr gute Alternative, für viele sogar eine professionellere Alternative als Premiere Pro. Aber ich habe auch gehört, dass es nicht auf jeder Hardware gut läuft. Also ich glaube, da braucht man einen relativ guten NVIDIA-Grafikkarte für. Du hast auch Probleme mit MP4, meine ich. Gab es jedenfalls mal, ne? Dass du MP4 nicht so richtig rausrendern konntest. Oder nur in der Pro-Version oder so. Ja, ja, das geht. Meine ich, ne? Also Codecs hat man nur in der gekauften Version. Die ist auch relativ teuer, obwohl im Vergleich zu Adobe gar nicht so teuer. Muss es immer in Relation sehen. Genau, das ist die Sache. Und es gibt einen ganz tollen Kommentar auf tuxtage.de. Ich denke, es gibt zwei grundsätzliche Arten für Open Source Arguments zu argumentieren. Erstens, weil es strategisch Sinn macht. Man macht sich nicht von Microsoft und so weiter abhängig, Datenschutz und so weiter. Und zweitens praktische Dinge. Alte Hardware läuft besser, ist ein Punkt. Keine 600 Euro für ein neues Notebook ausgeben, hat bei meiner Tante gut geklappt. Nicht jeden Monat 30 Minuten lang neu starten für Updates. Das stimmt auch. Und neu und sexy, geile Grafikperformance bei Spielen. Vulkan, Wine und so weiter. Ne? B klappt meistens besser, also das zweite, ne, praktischen Dinge. Das stimmt. Ne? Haben wir ja auch schon quasi gehabt, ne, die grundlegende Information, warum man Linux nutzen sollte auf meiner Webseite. Das ist toll, das ist schön. Da wird man vielleicht auch den einen oder anderen überzeugen. Aber wenn wir mal selbstkritisch nachfragen, damit holst du keinen Preis. Ne? Damit holst du keinen Preis im Marketingwettbewerb. Und ich glaube, das müssen wir ändern. Und da brauchen wir schlaue Köpfe. Ja, vielleicht gibt es da auch noch ein paar in den Chats. Wenn ihr da coole Marketing-Ideen habt, Strategien habt, dann immer gerne melden. Ne? Wir haben beispielsweise einen Instagram-Account hochgezogen, da war jetzt in den letzten 2 Wochen oder 3 Wochen tatsächlich nicht so aktiv. Aber ansonsten kommen da auch immer coole Grafiken und so. Da versuchen wir schon so ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber wir müssen auf vielen Ebenen das machen. Ne? Also es reicht nicht, dass es nur eine Instanz macht, das müssen viele machen. Wir müssen auch uns in der Community besser verkaufen. Na, ich glaube, das ist so die Sache, die wir jetzt, glaube ich, gut rausgearbeitet haben. Will dazu noch jemand von euch was sagen? Also um den Kommentar zu ergänzen, würde ich noch dazu sagen, dass man halt auch damit argumentieren kann, dass man oben unabhängig von irgendeiner Firma ist, die quasi im Alleingang Sachen entscheiden kann. Wenn, das sieht man in der Linux-Community relativ gut, wenn irgendwo etwa eine Entscheidung durchgeboxt ist, dann gibt es immer ein paar Leute, die forken und dann gibt es ein neues Projekt. Das heißt, oder man bleibt einfach bei seinem alten System. Das heißt, man hat tatsächlich über alles die Kontrolle und ist nicht dem ausgesetzt, was irgendeine Firma für sie entschieden hat, was sie für das Beste empfinden. Absolut. Ja, nee, nachvollziehbar. Ja. Auf YouTube haben nochmal Leute geschrieben, wird überhaupt YouTube gelesen? Natürlich lesen wir YouTube mit, ja? Aber ich habe da jetzt noch nichts so richtig gesehen, was wir da noch reinhauen können. Ne? Da war aber ein cooles Beispiel. Ja, dann hau mal rein. Da war ein cooles Gegenbeispiel dabei. Da hatte jemand, nämlich in der Ausbildung, einen Lehrer, der hat den zu Linux ermutigt. Das war so das beste Gegenbeispiel zu meiner. Das fand ich gut. Das stimmt, das ist gut.
Der letzte Kommentar bei YouTube sagt auch, für Marketing wären weniger Distributionen und mehr Desktops besser. Ob man diesen Kommentar, ob man das jetzt, ich glaube, wir verstehen den Kern dieses Kommentars. Und ich glaube, da ist das größte Problem, dass die Firmen, die tatsächlich Linux vermarkten, beispielsweise System76 mit PopOS oder Tuxedo, die ja jetzt auch eine eigene Distribution, sage ich mal, irgendwie gestartet haben, Ich glaube, die machen einiges falsch bei der Vermarktung, weil sie irgendwie alle ihr eigenes Süppchen kochen und wenig in der Community mitarbeiten. Ich glaube, es wäre besser, wenn PopOS sich jetzt nicht seine eigene System76-Oberfläche von Grund auf neu bauen würde, weil sie alles selbst machen wollen, sondern wenn sie einfach sich am GNOME-Projekt beteiligen und es für alle besser machen würden. Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass es halt einfach viel zu viel Unterschiedliches gibt und niemand kann wirklich eine Sache für Anfänger, sage ich mal, ohne Nachteile empfehlen. Das stimmt. Ja. Also vor allen Dingen auch, dass es teilweise auch schwierig gemacht wird einfach auch von Windows beispielsweise mal rüber zu wechseln, ne? Wie man vom USB-Stick startet, dass sich diese Linux auch wieder bootet. Das sind so Sachen, die halt einfach so ein bisschen auch unkalkulierbar sind. Und dann kommen noch die Treiber und so rein. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Ne? Und von daher müssen wir vielleicht wirklich schauen, dass wir, also ich habe ganz viel vor, also beispielsweise auch morgen Abend ist auch ein ganz toller Vortrag. Der letzte Vortrag, Linux Assistant heißt der, ist ein neues Projekt, was ich gestartet habe. Unbedingt mal anschauen, wenn ihr wollt, wo ich tatsächlich versuche, genau diese Hürden weiterzunehmen und immer weiter Linux nutzbarer zu machen und auch verschiedene Linux-Distros und so weiter. Und das ist natürlich auch nochmal ein Ansatz, aber generell, glaube ich, finden wir in vielen Distributionen, das wäre dann auch nochmal ein Thema für unseren Talk um 15, nicht um 15 Uhr, um 15.50 Uhr da, ob wirklich neue Herausforderer, wie beispielsweise PopOS, dann doch den Alten nicht das Wasser abgraben, weil die Alten einfach so wieder so ein bisschen in der Betriebsblindheit sind. Ja? Und da bin ich mal sehr gespannt, zu was für einem Thema wir dazu kommen oder zu welchem Schluss. Aber generell, lasst uns doch vielleicht nochmal ein Fazit ziehen, ja? Was so jetzt die Punkte waren. Ich versuche das mal ganz kurz und dann könnt ihr noch ein bisschen hinzufügen. Ich werde sicher nicht alles schaffen. Also am Anfang, wir haben einmal viele Argumente, die erstmal nicht so schön sind. Also wo so Leute sagen, hey, deswegen nutze ich kein Linux. Ne? Wäre das Gaming, wäre beispielsweise verschiedene Programme wie Adobe-Programme nicht laufen und so weiter. Bis jetzt verkaufen wir uns häufig über dieses Kostenlos-Thema, was aber häufig gar nicht mehr so zieht, weil Windows immer kostenlos in Anführungszeichen mit auf die Rechner kommt. Natürlich zahlen die dafür, aber die sehen das nicht. Weiter geht es mit den anderen Punkten. Digitale Souveränität, Freiheit, Open Source, Datenschutz, Sicherheit sind auch alles tolle Themen. Genau deswegen sollte man Linux nutzen, aber die reißen keinen Wettbewerb, würde ich mal sagen. Von daher müssen wir in der Hinsicht erstens unser System zugänglicher machen, die Hürden niedriger machen, die Lernkurve in Linux insgesamt weiter absenken. Sie wurde abgesenkt in den letzten 10 Jahren, ganz klar, aber da muss noch weiter gearbeitet werden. Und vor allen Dingen müssen wir schauen, dass wir unser Marketing ins Griff bekommen, dass wir wirklich Linux weiter sexy machen, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist ein ganz toller Punkt. Ich würde mal sagen, habt ihr noch etwas dem Ganzen hinzuzufügen, beziehungsweise noch Zuschauer? Ich schaue noch mal kurz in die Chats rein. Eigentlich geht es in diesem Talk ja um junge Leute und ich glaube, da haben wir zwei wichtige Punkte nur so halb angeschnitten. Ich sehe in meiner Umgebung, dass junge Leute so in meinem Alter, die einen eigenen Desktop-PC haben, das wird ja immer weniger, meistens PC-Gaming betreiben und das ist auf Linux relativ schwierig. Und dementsprechend ist das natürlich ein, also zumindest für die jetzt, also klar, es laufen sehr viele Spiele, aber Spiele, die sehr im Mainstream sind, da gibt es einige, die nicht laufen. Dazu muss ich sagen, da gibt es auch Lösungen. Man könnte sich beispielsweise mal mit Cloud Gaming beschäftigen, falls es die Internetleitung hergibt. Das ist auch eine Möglichkeit, läuft auch auf Linux. Und man kann sich eventuell sogar eine Grafikkarte sparen. Genau, also man sollte vielleicht sich
immer noch ein bisschen mehr dieser Gaming-Thematik widmen. Und die zweite Sache ist, wenn man dann irgendwie später in ein höheres Alter kommt und man zur Uni geht, ich weiß nicht, bei wie vielen Unis es so ist, aber es ist bei vielen Unis, dass die Windows-Software, beispielsweise Microsoft Office, Microsoft Teams, damit relativ, ich sag mal, standardmäßig arbeiten und diese Lizenzen auch, ich sag mal, verschenken oder halt kostenlos anbieten. Also es kostenlos nutzen als Student, ja. Das ist meiner Meinung nach problematisch und das sollte auch überdacht werden. Cool, wunderbar. Also ja, das, absolut, das sind zwei große Aspekte, weshalb halt Leute im jungen Alter nicht Linux benutzen. Die können wir aber selber von uns weniger ändern. Ne? Das ist so die Sache. Da haben wir nicht die Macht. Wir müssen schauen, dass wir die anderen Punkte mehr ankreuzen. Weil, also natürlich kannst du zu den Unis hergehen und nutzt doch mal das. Absolut, ist auch ein Punkt. Ne? Nutz BigBlueButton, die sehen es. Das kannst du aber auch überall nutzen. Dafür brauchst du kein Linux. Ne? Aber nochmal ganz wichtig, wir überziehen schon wieder. Und ich sage allen Vortragenden, ihr dürft nicht überziehen. Und ich mache das immer. Von daher, wir müssen wirklich aufhören. Micha, hast du noch ein schnelles Fazit? Nee, passt. Passt, ja. Perfekt, wunderbar. Dann wär's es gewesen. Ich danke euch herzlich für eure Zeit und ich würde sagen, wir sehen uns in der Moderation wieder und euch noch beiden ganz, ganz viel Spaß bei den Talkstagen, beziehungsweise Micha, wir sehen uns ja noch ein paar Mal. Jo.